Dann schauen wir mal. Hallo, liebe Zuschauer. Ich muss ein bisschen was hochladen. Jetzt habe ich mal gedacht, ich frage Bruce, ob er mitfährt. Weil nur dauernd meine Stimme hören, ist ja irgendwie auch anstrengend. So. Bruce hat ein bisschen Tonprobleme heute. Ne? Ja, ja, anderes Mikro. Ja. Ich grüße meine 70 Abonnenten. Was, 70? Bald, ja. Ich glaube, 69 oder 68. Ach, so was. Ja. Hast wieder aufgerundet. Ich runde immer auf. Ich lebe auf der Überholspur. Geil, ihr wisst, liebe Zuschauer. Was fahren wir denn? Ich glaube, die Zuschauer wollen ihren 100 sehen. Nein! Oh Gott. Nein, okay. Nein, ich brauche nur noch 5 Millionen, dann kann ich mir mein WZ holen. Die Zuschauer wollen den Kearney sehen. Du bist im falschen Team, gell? Bei Teamkonfrontation. Richtig. Hm. Kearney will er sehen. Na, dann komme ich mit meinem Patriot. So. Gell, der ist mir zu teuer, der Kearney. Ich bin jetzt echt gerade am Sparen. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Danke nochmal für eure zahlreichen Vorschläge, wie wir in Zukunft was wir machen können auf dem Kanal. Ich bin da sehr offen für. Was für Vorschläge denn? Einer hat geschrieben, er soll noch nackt spielen. Das fand ich auch gut. Ja. Ja. Und der andere hat gemeint, keine Ahnung, das kann ich nicht sagen, das Schimpfwort. Naja, egal. Ja, das ist nicht drauf. Gegen Neuner. Da wollt ihr einen bestimmten Panzer mehr sehen, schreibt sie bitte rein, aber bitte nicht so anzüglich, sonst werde ich immer rot im Gesicht. Ich habe einen guten Turm, also werde ich nach rechts fahren. Was heißt einen guten Turm? 190er Panzerung. Das ist nicht mehr so viel auf der Stufe. Der war mal vor ein, zwei Jahren, war der richtig gute Patriot. Du kannst dir eine Woche Premium holen, Kjell, über diese Tank Rewards Geschichte, ne? Ohne ja, große Probleme. Aber ich spiele zu wenig dafür. Nee, du brauchst nur einen Sieg am Tag. Einen Sieg am Tag? Einen Sieg, wo du unter den besten 10 bist. Wenn du das jeden Tag machst, dann hast du die 3000 auf jeden Fall. Echt? Ich bin ich habe jeden Tag einen Sieg, aber ich habe das nur nicht geschafft letzten Monat, also. Und dann auf Stufe 8 und Stufe 9 gibt es da 30 Punkte noch jeweils. Also, wenn wir dann gleich nochmal 9er oder 10er auspacken, holst du heute locker deine 160 Punkte. Okay. Für die Leute, die es nicht wissen, was ist Tank Rewards? Ich glaube, es ist offiziell vom Wargaming, dass du da dir über jeden Monat was erspielen kannst. Mhm. Ein Panzer, ein paar Premium-Tage, ein paar Booster und solche Sachen. Ansetzer. Die Seite heißt, glaube ich, auch so, ne? www.tankrewards. Ja, Tank Rewards. Wir werden mal schauen. Okay, da geht's ab, Leute, da geht's. Oh! Mach's gut, mein kleiner Freund. Hä? Wo ging die Granate hin, Mann? Die Granate ging zu Renate. Renate, Renate, Renate. Da stehen drei Leute im Cap. Schaff's nicht, komm nicht durch. Du willst mich jetzt verarschen, Kanone. Na also. Okay, let's go. Oh. Läuft doch. Jo! Au! Oh. Tut weh, das tut weh, das tut weh. Nur mehr weh. Ich bekomm's von rechts, weil mein Team inkompetent ist. Wer kennt's nicht? Ja. Himmel, die sind ja alle im Cap, Mann. Ja. Ich habe extra Druck gemacht hier unten, aber das reicht halt nicht, gell? Nö, weil hier oben Captain bricht, hier ist ein Scheiß da und du Druck gemacht. Ja, wir machen einen Decap. Nein, ich werde kein Gold schießen, liebe Zuschauer. Ich muss Geld sparen.
Okay, jetzt geht's ab. Jetzt kommt die Kavallerie. Go, 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 go. Ich suche mir natürlich den T-34-Turm aus. Jawohl, und ich schieße wieder mal daneben. T95 kommt, Mr. America wird's regeln, hoffentlich. Oh, nee, nee, doch, ja. Ja, nee, vielleicht. Das ist das große. Das holst du alles durch, ne? Ist das ein Witz, oder? Ach, der war mal so gut, der Patriot. Es ist echt krass, wie sich die Stufen verändern. Also, ich bin jetzt nicht unbedingt schlechter geworden. Ich war schon immer schlecht, aber schlechter werde ich eigentlich in der Regel nicht. Früher bin ich ab und zu noch durchgekommen. Aber der Durchschlag ist halt sehr bescheiden geworden. Obwohl der recht gut ist auf dem Patriot. Ne? Schauen wir mal. Ja, tendenziell kann man sagen, die älteren Panzer sind benachteiligt gegenüber den neuen. Ja. Würde ich sagen. Ein bisschen. Warte mal, gehen wir auf die Wartung. Ach Quatsch, wir sind nicht auf die Wartung. Ja. 225 auf 200 Meter ist auf Stufe 8 und 9 gar nicht mehr so ein Wort, ne? Also ich habe nur 220 auf meinem König. Ja, Standard. Ja, eben, der König ist ja auch schon etwas älter. Ja. Aber wie gesagt, da gibt's, fahren ja schon Achterpanzer rum. Okay, Löwe Frontal ist halt ein bisschen scheiße. Aber das ist halt schwierig, ne? Wir haben es gewonnen. Ja, das alleine zählt. Aber ich glaube, Plus habe ich nicht gemacht. Warte mal. Wir können dann einfach direkt eine Stufe höher. Oh, Patrick ist dabei. Ah, okay. Das ist halt die Frage. Ich glaube, hatte Patrick 9er, dann würde ich jetzt direkt auf den Kearney hochgehen, auf den Kong. Ja, gut. Ich ziehe mal in den Streaming-Raum. Wir haben einen extra Streaming-Raum bei uns im Clan, weil wir so einen tollen YouTube-Channel haben, haben wir einen extra Raum gekriegt. Ja. Vielen Dank, lieber Erik. Danke, Erik. User was moved to your channel. Was angenommen, Patrick? Hä? Du hast angenommen und so. Yes, Patrick, hast du 9er eigentlich? So. Ja. Du bist aber auf YouTube, gell? Sag hallo. 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 So, was haben wir in Österreich? Kannst du auch Servus sagen? Ist international, ne? Ah. Ist international. Ja. Okay, jetzt machen wir sie nackig. Haben wir hier eine britisch-deutsche Koalition? Nicht, dass ich wüsste. Machen die nicht Brexit? Ist doch egal. Scheiß auf die EU. Ist trotzdem hier britisch-deutsch. Kong und Eva. So. Ja. Eine Art. Was machst du jetzt? Buggy. Ich weiß nicht, war on heute irgendwann. Ist wieder auf. Bonn? Das ist gerade meine Chefin. Mhm. Ah, interessant. Okay, Leute. Alles gut zu penetrieren für uns, würde ich sagen. Und nehmen wir kein Gold. Nee, du Gold only? Nein, ich habe eine 260er Durchschlagskraft auf der normalen. Das reicht. Und ich habe nur 246. Für die Habaschen, die da kommen. Richtig Druck, da machen wir jetzt. Wo machst du Druck?
Ja, links ist eine Art, hier müssen wir ab. Los. Du willst da durchfahren? Okay. Ich fahr rechts rum, ne? Jo, mach mal. Das ist nicht schon mein Gebiet. Okay, du hast dich lange Zeit darüber lustig gemacht, dass ich keine Gunmark habe. Ja, ich hab's schon gesehen. Aber ich kann dich trotzdem nicht alleine fahren lassen. Du bist ja total aufgeschmissen. Ja, stimmt. Hey, fahr doch zu, du SDB1. Da ist ein bisschen nervös, der junge Mann, ne? Der ist nervös, ja. Der SDB1 ist ganz schön nervös. Aber er ist ja, doch Top-Tier. Ja, aber ja, sowas von nervös, ne? Ich entschuldige mich für die Tonqualität bei Bruce, aber er hat Mikrofonprobleme. Ihr könnt mich gern supporten, dann können wir ein neues Mikrofon kaufen. Oho. Oh, zwei Doppelrohre. Ja. Oh yeah, und ein Renegade. Junge, du sitzt ja im Conqueror, ne? Also ich komme bei dem nicht durch. Doch, die sind recht gut zu penetrieren. Ja, wo denn bitteschön? Ach so, okay. Von mir aus nehmen wir halt Premium. Auf dem PTA mit Gold, man kennt's. Also mir wird das alles rot angezeigt da bei dem Penner im Turm. Hi, Centurion. What's up? Oh, ist jetzt doof. Leute, ich hab nur 4 HE, danach ist der Spaß vorbei. Oh, 121er Junge. Come on, give me a target. Oh, Herr Löwe, guck mal. Oh. Hallo, Herr Löwe. Das war aber jetzt ein gewagter Move. Das war's, denke ich, würde ich sagen, oder? Nimmst du ihn raus? Ich hab meine HE gar... Bruce, du solltest dich so schämen. Nein! Was tust du? Scheiße! Ja, was macht man gegen die Dinger? Die sind nicht, das sind ja die haben gute Türme, ne? Ja, aber der stand ja mit dem Arsch Richtung Decke. Oh. Nee, ich meine hier. Das ist ein Centurion, ich will ihn. Oh. Oh, Gott sei Dank, ich bin durchgekommen. Komm, wir geben ihm mal. Ja. Er soll mal kommen. Ah, komm, ich baue uns halt wieder. Jetzt. Aber so viel Gandipischen haben die nicht. Ich glaube, 8 Grad. Wer? Das reicht nicht für die ganz großen wilden Sachen hier. Die Russen da, ja. Ach, komm, on, bitch. Kriegst come du den on, Löwe man. Nicht rein? Nicht so wirklich. Ah! Er ist übrigens gecheckt, links, hier ist links. Ey, 9 HP, 31 HP, können wir überhaupt was? Fokusfeuer. Mach mal HE rein jetzt. Ja, mach du mal bitte, ich hab nur noch 3, ne, 2 HE noch. Oh mein Gott. Egal. Ah, Centurion, oh, ein guter Kunde von mir. Nein. Scheiße. Ich lade jetzt HE, scheiß was drauf. Nein. Ja, so ist okay, doch gut, entspann dich. Ach, das ist ein leichter Alter. Nur mit HE gebounced. Find's geil. Oh, das ist ein Renegade. Oh, Mister. Komm, wir drücken rüber jetzt. Ich hab. Okay? Ja, mach doch. Wollen mach wir? Das mehr. Alter, komm. Ich nicht. Warte mal, ich tu rechts fahren. Ich will den Centurion ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich tu was das für ein Deutsch, ich entschuldige mich für dieses Deutsch. Jetzt komm aber mit. Straße, ne? Kommt aus dem Ländle irgendwo, kann kein Deutsch. Ach nee, ist ja gar kein Straße. Oh, guter Schuss, okay. Ja, sah jetzt. Sah sexy aus. E2, der hat überhaupt geschossen. Ah. Ich sag nie wieder was über die AK 396. Okay, warte, ich fange mir. Der Centurion steht da hinten drin. Nimm ihn dir, komm, Baby. Teamplay.
Mr. Scorpion hier wird nicht geflüchtet. Nein, 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 nein. Oh! Da steht eine Sue. Oh, 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 Leopard, was? Ah! Von der Art hier rausgenommen. Wo kommen denn die alle her? Also die Art hier macht einen Schaden, das tut weh. Das tut weh. Ich brauche mal deine Hilfe. Shit! Ah! Drei Kanonen hast du halt doch keine Chance. Oh, wo bist du, Bruce? La 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 la. La la la? Warum bist du nicht mitgefahren? Da hinten warst du. Ah, du warst ja. Nee, wo bist du? Da, ach, da ganz hinten bist du stehen geblieben. Das ist natürlich scheiße, ne? Da bist du halt ein Ziel, ne? Ja, oben auf der Kuppe, ne? Bist du ein Ziel, ne? Wow. Und was macht unser E75? Ja. Oder hatten sie dich getrackt, da oben auf der Kuppe? Nein, da waren Chinesen, ich konnte nicht weiter. Ah. Und okay. Dann hat die Artie mich ausgefährt. Die Artie hat mir zwei 400er eigentlich. Der Leopard hat mich echt ein bisschen überrascht gerade. Ah ja, egal. Eieiei, aber... Trotzdem merkwürdig durch die Mitte zu fahren als Heavy. Naja, ist egal. Jetzt müssten sie mal ja. Ah ja, da steht der Gegner. Und der hier. Da bedeutet mehr drin gewesen für uns. Ja, eben zu wenig Schaden, das war nicht blöd. Ja, ich hab. Aber bei mir war es dann eine Kanone zu viel da vorne. Wie hat sich Christoph geschlagen? Nee, Patrick. Aber wir gewinnen das, Leute. Wie war die Runde für dich? Naja, also. War so 3K kombiniert, das war oh, nicht schlecht. Oh, doch nicht auf die Arti, da schießt du doch in den Arsch. Haben sie doch. Okay, das haben wir gewonnen. Ja. So. Was wollen wir jetzt für eine Konstellation machen? Irgendwas so in der 8er Gegend, oder? Ich sag mal so, wir haben alle drei einen EN100 in der Garage. Ja, aber da habe ich alle Module rausgebaut. Achso. Ja, einfach, dass er noch stärker ist, weißt du? Ja, ja. Schon leicht übertrieben. Alter, sogar noch 8000 plus gemacht. Ich mit Sicherheit nicht auf Gold geschossen. Na, sind doch keine 3K kombiniert. Oh, Kerl hat eine gute Runde, aber Kong liegt ihm, dem Kerl. Also dieser Streamer, wenn ihr wissen wollt, wie man Kong spielt. Trotzdem wäre viel mehr möglich richtig gewesen. So. Es waren dann drei Kanonen, das war zu viel. Ja. Mein Zugpartner war schon tot auf der Kuppe. Ja. Wir ja, können, wir, bleiben wir bei 9er oder? Boah, 50.000 ja, minus, ey. Leck mich fett, du. Nee, lieber nicht. Warte mal. Na gut, dann unterstütze ich von hinten. So gut ich kann. Das ist eine Konstellation, das. Nee, stopp mal kurz. Stopp, stopp, stopp. Mir fehlt eine Lampe. Nein! Sorry, das war zu schnell. Bruce. Ah, hier brauchst du keine Lampe. Hier bin ich eh tot. Ah, je. So, was willst du jetzt mit dem schwedischen Jagdpanzer machen? Hm? Stell dich auf F5. Ja, der Panzer ist ja außerordentlich wichtig auf seiner geilen Karte. Da musst du dich hinstellen. Das sieht ja kein Mensch.
Ja, ich kann Bock da drauf jetzt hier. Oh ja. Okay, wir sind in Med, also werden wir schauen, wo wir helfen können. Ich habe echt keine Idee, was ich machen soll. Mach dir das hin. Gold an, machst dich einen Bumsen. Ja, die Idee habe ich jetzt auch gehabt. Einen auf Kehl machen, die zweite, und hoffen, irgendwie Schaden zu machen. Du musst die 2 drücken bei der Maus und dann musst du viel Glück haben. Oder halt eh und anzünden, das geht auch. Ja, ne, so viel Glück habe ich jetzt dann auch wieder nicht. Die einzige, dass die Glück hat, bist eh du. Und wie gesagt, wenn es die Munition im Spiel hat, Freunde, dann nutzt sie. Sonst hätte Wargaming gesagt, das haben wir nicht im Spiel. Wenn es im Spiel da ist, dann machen wir das. Ne? Ja. Wer damit ein Problem hat, der spielt einfach das falsche Spiel. Es ist einfach Pay to Win, das ist richtig. Alle. Und da muss man ein bisschen payen und dann mitmachen. So ist es, genau. Oh ja, ich treff die Maus einmal. Da fängt schon an. Ich denke da genauso wie, keine Ahnung, Mausakrobat, das haben wir gesagt? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Wenn sie da ist, die Muni, nutzt sie. Oh je, bis da oben zu 140er kriegt's ordentlich besorgt. Nee, Freunde, ich hau ab. Ahel ist verloren. Maus, Junge, Alter. Ja, hart bist du hier. Du richtig. Ja, danke. So, es bringt nichts, da hochzufahren. Die sind schon tot. Okay, Baby. Wir sind soweit. Die Spannung steigt, Ladies and Gentlemen. Ja. Nee, bleib da, Typ 5. Ich brauch dich jetzt. Ach, ich hab keine Lust mehr mit Ihnen nur noch. Ich kann, mit dem Ding auf der Karte ist es einfach. Du kannst mit rüberkommen zu mir. Vielleicht stellst du dich auf A5. Boah, scheiße. Nein. Ach, komm. Drei muss man. Ja, lass die Unterbusche gehen. Jetzt kommt was. Lass sie runterkommen, Kerl. Ich kann sonst sowieso nicht blocken. Oh, komm on. Ist nicht fair. Ich gebe die Reihe auf, die TD-Reihe der Schweden. Dieses TD nervt mich so zum Kotzen. Stehst rum und kannst auf der Standkarte nichts machen. So, let's go, motherfucker. Du musst mich schon auch schießen lassen, du Bot. Du! So, jetzt kommst du von der anderen Seite, Kill. Ja, was? Ich liebe es, mit Vollidioten zu spielen. Ich gehe. Ich kann nichts tun. Ich weiß nicht, wie es macht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es nicht. So kommt man durch. Dann ist der V. Frontal. Ja, das ist ein Problem. Mit dem habe ich auch immer tierisch Probleme. Komplett in Nuller runter.
Ja, nicht mal 1000 Schaden, Junge. Ich verkaufe den Panzer. Die Schweden alleine machen echt. Hat tierisch Spaß gemacht, ich hab gar nichts gemacht in der Runde. Ja gut, es ist halt schon ein bisschen schwierig mit dem Panzer auf der Karte. Ja, aber der ist ja vor 103B. Also er kommt bei mir jeden Schuss durch, ich bei ihm nicht. Ich verstehe das nicht, ich bin zu doof. Ich muss doch irgendwie nochmal... Das ist merkwürdig, musst du nochmal auf Tanks GG angucken, ja. Aber das ist total schwierig zu penetrieren, der 10er STRV. Drum ist die Reihe viel besser wie die UDIS-Reihe. Ja, aber mit dem Stritzwagen musst du ja auch ganz hinten eigentlich an der Redline kämpfen. Ja, aber wenn der wirklich dich. Wenn er dich frontal anguckt, das ist total schwierig, den zu durchschlagen. Ja. Der 103B, ich hab's nicht gecheckt. Also er ist mit allem durchgekommen, ich hab nichts gebounced. Ah. Er hat einen Autobounce-Winkel, da muss man vielleicht unterwandeln. Das hat nicht funktioniert, ich hab's ausprobiert. Gut, ja. Hat aber unfassbar Spaß gemacht, ich war voll dabei. Da würde ich jetzt sofort 100 Euro reinstecken, weil ich sage, mehr. Ja, mehr davon. Geiles Gameplay. Mehr davon. Naja. So ist es halt. Patrick hatte Spaß mit der Maus. Wunderbar. Jetzt will er es wissen, ne? Unser Kollege hier. Aber wenn wir schon bei 9ern sind, nehmen wir den nächsten. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gefahren. Obwohl, warte mal. Hoppala. Ist Erkältungszeit, liebe Leute, ihr habt's gehört. Macht ruhige Hand bei dem Sinn, auch wenn er keinen Turm hat. Keine Ahnung. Okay. Scheint keiner zu wissen. Hauptmann Lauch habe ich gelesen, heißt er ja auch. So, bitte noch eine neue Runde, Boys. Hey. Nee, jetzt kommen wir auf Malinowka oder so. Siehst du? Mausakobat hat gesagt, wenn man so ein TD spielt, mit dem man ja keinen Einfluss aufs Spiel hat, wirklich, dann muss man mit Teammates spielen. Und deswegen nutze ich jetzt die Gelegenheit und mache das mit euch. Okay. Ja, der Kerl ist ja super Supporter. Ja. Sofern er sich zusammenreißt. Schwierig, der E75 auf der Karte. Gell? Keine Gunmark nach 500 Gefechten? Nö. Ich spiele den ja nicht. Ich habe den damals gespielt, um an den E100 zu kommen. Mit dem E100 hast du Spaß gehabt. Und dann habe ich die Reihe ganz eingemottet, ja. Okay, holy moly, was machen wir? Gell, du musst es schon kommentieren, dein Gedankengang, ne? Wollen deine Zuschauer ja auch wissen. Naja, aber wir genießen auch, Patrick, die Stillmomente auf unserem Kanal. Es ist nicht immer nur Diskussion und Diskurs, sondern es ist ja auch, ne? Guck mal, Konsens. Ich drück mal die V-Taste wie jetzt und dann sehen wir gar nichts mehr eingeblendet. Wir sehen nur den Panzer und genießen es. So, drücken wir wieder V und jetzt sehen wir wieder. Ah, der T49 will einen in die Fresse. Oh, du ein Glück, mein Freund. Das war aber der T44. Naja, egal. Nee, man muss nicht immer so viel reden. Ja, so mit dem 200er Ping kann ich gut leben. Ist auch kein Problem. Juhu. Ich liebe die Stelle so. Okay. Ich würde sagen, wir haben den Hill safe, oder? Ja, mit dir auf jeden Fall. Ja, kein Problem. Kein Problem.
Das sind halt nur mehr plus 1920 Hitpoints am Hill, da waren wir auch nicht. Oho. Wir haben ihn doch nicht ganz safe. Der war gut, der Schuss. Die 75, du kannst halt nicht so viel reißen mit dem Panzer. So, der nächste, der aufbloppt. Sag mal, hast du da Auer-Tunnels drauf? Nein. Tunnels auf dem E75 bringe ich beide um. Ja, ich meine, er hat auf Tiger 2 auch Tunnels. Alter! Du dir alles merkst. Ja, ich steuere deine Videos. Gar kein... Ja, ich fahre den gerne aus der zweiten Reihe, den Tiger 2. Da ist ein Tarnnetz nicht unbedingt verkehrt. Ja, dann hat er so locker 5-6% Tarnung, also. Hilfe, ich bin offen. Was? Ja, ja, ich habe ja kein Tarnnetz, ne? Oh Gott. Oh Gott, ich sehe schon, das ist eine typische E75-Runde. Null Schaden. Ja. Oh, obwohl, scheiße. Vielleicht können wir den da. Na, Baby? Gib mir mehr. Ja, komm, die S3. Können wir die verarzten? So. Nee, der steht zu tief. Wie, der wackelt ja schon. Wenn man E75 wackelt, guck mal. Dum, 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 dum. Die Eier legen der Wollmilchsau, wie der Mausakobal jetzt sagen würde. Das sind die Lights. Der Patton da unten. Ah. Oh, jetzt gibt's in die Fresse, mein Freund. Oh, schöner Schuss, Kerl. Ja, ich weiß, danke. Alter, wie du hier mit 10 km/h raufkriegst. Ja, ja, der nächste, der aufploppt, ist tot, Freunde. Sag mal, schießt du APCR nur so als Frage? Jetzt gerade, ja. Ja, da muss ich. Oh, hallo, Adi. Aber stimmt, ich habe auf Gold umgeswitcht. Warum schieße ich denn eigentlich? Alter, ich habe noch keinen Schuss abgegeben in dieser Runde. Das Spiel macht mich fertig. Holy moly, komm mal raus, du WT. Oh nee, ich bin offen. Ah. Ach, danke für den Emmerich, Trevor. Ja, oh, ich war zu wieder so intensiv hier. Das war auch wieder zu viel vom Guten. Toll, ich bin hier raufgefahren für nix. Was ist eigentlich mit der Mitte los? Anpingen kann ich gut, ich habe viel Akku-Videos geguckt. Der hat gesmackt, gell? Ja, ich weiß. Ich finde, der Typ ist so unnötig. Was ist schon nötig im Leben? Alter, diese Art, Mann. 436 Schaden. Oh, ein Pferd. Ich lache jetzt immer, wenn ich getroffen habe. Ho, 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 ho. Wie jetzt? Ich komme hier nicht drauf. Hat's keine Ketten dabei? Schneeketten? Hat P nur noch. Oh, Baby. Hier steht er so blöde. Was wollt ihr da? Keine Ahnung. Ja, jetzt. Das ist hier E75 Gameplay. Yes, Baby. Oh, ich bin offen. Tschüss. Ach so, Mann, Alter, ich bounce. Das ist so klar wieder. Und gleich kommt die AT und. Okay, Alter, Leute, ich würde sagen, ich fahr mal da runter. AT hat. Oh, das ist tief hier und dann fahren wir mal hoch, ne? Ja, ich komme. Löwe. Warum bin ich eigentlich so langsam und Patrick so schnell? Habe ich einen falschen Sprit heute drin oder? Egal. Tja, wenn du falsch tankst, ne? Oh.
Oh, die Su. 130 ah, kriegen wir die raus? Ah, da steht. Na, kriegen wir die? Hm, wer weiß. Hm, schauen wir mal. Ja, das ist natürlich scheiße, Leute. Jawohl, die Su ist tot. Der war ganz, ganz wichtig, der Kill. Jetzt können wir oben drücken. Da steht noch Progetto oben. Okay, Baby, ich komm. Oh, ein 10er Progetto? Okay. Ne. Mhm. Oh! Heavy auch noch. Fuck, Mann. Ah, T57 Heavy, das ist scheiße, Leute. Wir haben kein Leid mehr, Leute. Wir müssen das jetzt eigentlich reißen. Okay, Rückzug. Merkel, lass sie kommen. Ja, ja, ist besser. Mehr kannst du dazu tun, bevor dass du hier unnötig drauf gehst. Okay, der Projektor ist nicht mehr. Okay, ich war nicht offen. Der kann mir aber voll aufs Oberdach kacken. Ah, egal. Scheiße. Okay, ich bin noch gut. Kann doch nicht sein, dass da nichts ist. Erste hat die hat. Ah, guck mal, die Zweierlinie pusht und stirbt. Ach, das ist ätzend. Ja, ist anstrengend. Ist richtiger Krampf. Ja, wenn ich jetzt. Ich hab keinen Bock mehr. Wandern. Gell, hast du eine Idee? Nein. Ich, wenn ich jetzt nicht aufnehmen würde, würde ich hochfahren, aber ich kann jetzt nicht schon wieder platzen. Ja, vielleicht ist es das, was deine Zuschauer sehen wollen. Okay, Action. Richtig. Also ich fahre jetzt hoch. Richtiges Botplay, so wie bei Akku Akku. Ja, okay. Dann flame ich's Team voll. Okay. Ja, ich fahr hoch. Ich versuch zu. Oh, ich bin schon offen. Ich stelle mich hinter den Löwen. Wett mal, die AT schießt trotzdem auf mich. Wetten wir. Ist aber nicht. Lassen die dann kommen. Da ist der Heavy. Ja, keine Doppelwege. Wir könnten ihn versuchen. Naja, lieber nicht. Oder? Komm mit hoch. Fahr direkt hinter mir. Wenn du das noch schaffst. Soll ich warten einen Moment? Er soll seinen Clip auf mir entleeren und dann. Haben keine Arti mehr, Leute. Ich habe einen Einschuss angebracht. Wie peinlich. Ja, es ist peinlich. Und du, aber wird, sowas gibt es. Er wird mich jetzt rausschruppen wollen. Also schon. Er kommt. Was ist denn das für eine Pussy? Komm, du willst mich doch. Jetzt kommt er. Ja, überwinkel ich kette ihn. Ja, ich kette. Jetzt kannst du ihn rausnehmen. Wo hat er die Fuel Tanks? Alles klar. Als ob du darauf achten würdest. doch, unterdessen schon. Also ich habe mir auch schon entwickelt. Ja. Ich habe eine gewisse Lernkurve. Achtung, T44 recht. Ja, er hat schon, hat schon. Aber ja, sie ist ja zwar nicht so steil, aber sie ist vorhanden. Na, immerhin. Sichtbar. Wo ist er denn, der Kleine? Ach komm, jetzt hält er an, wenn ich schieße. Ja, ich hab ihn getrackt. Danke. Ich hab, es reicht mir immer zum Nachladen. Ich komm dann nicht mal ran, Alter. Aber ich. Ach, vielleicht krieg ich ihn ja doch. Hachi. Gute Runde, Jungs. Gute Runde. Zumindest gewonnen, sagen wir so. Ne, bei den Russen sind sie, glaube ich, vorne, oder?
schräg vorne? Was? Die Fuel Tanks? Also ich... Bei den Polen im Heck, glaube ich. Albo meinte, er kennt keinen Profispieler, der noch so gut ist, der darauf achtet. Echt nicht? Ja. Ja gut, er war, stand jetzt auch da rum, gell, du hast ja gesehen, Patrick, wir hatten ja Zeit, uns einen Kaffee zu kochen, oder? Also normalerweise achte ich da auch nicht so drauf, aber in letzter Zeit schon ein bisschen zumindest. Ja, wenn ich Zeit habe, überlege ich schon mal, wo können wir so einen Tank haben, ne? Jetzt hier für das. Na siehst du, hat euch doch gelohnt, Bruce. Ja, ich musste auch was ausgleichen von der letzten Drecksrunde. Das siehst du wohl. Ist doch gut. Ah, ja, ja. Jetzt machen wir auf 430er. Warte mal. Das ist dann die letzte Runde für YouTube, sonst wird es zu viel. Aha, aha. So ein Werbeeinnahmen und so. So. Nein, nein. 430er. Jetzt will er wissen, also jetzt will er, also das ist. Jetzt ist noch eine gute Runde. Ich will nicht da rumkrebsen mit seinem E75 da. Das ist ja. Na gut, dann krebs ich. Action will ich. Action. Mit dem Ding rum. Oh Gott, das ist aufregend. So, gehen wir rein ins Gefecht. Ich hab da eine komplette Frauenquote drauf. Mon Dieu. Tierisches Gezicke unter der Motorhaube. Ja. Einfach auf taub stellen. Ja. Da rein, da raus, ne? Hier gibt's auch echte Lebenshilfe. Gegen den Frischgeruch hilft das auch nicht. Ja? Okay. Gegen den Frischgeruch hilft das auch nicht. Ach, du musst. Es ist doch wie in der Frauenumkleide in deinem Panzer. Das riecht doch bestimmt gut, oder? Oh. Hey, eine Männerumkleide riecht schlimmer. Also in der Maus möchte ich nicht stellen mit einer männlichen Besatzung. Bruce, okay. Solange der Panzer nicht tropft. Genug Dumpfsinn gelabert. Okay. Ah, scheiße. Was ich gern noch auf der Karte, ich gucke erst die Zweier schnell runter und drück im eine und dann fahre ich weg. Das machst du nicht mit Medium mache ich immer hin. Ja, aber das ist so eine Macke. Haben. Leute, es ist eine Macke von mir. Ich muss es laufen. Nein, Kiel, du hast keine Art hier. Das kannst du perfekt hier spielen. Ich komm doch dann. Oh. Ja, ich habe auch meine Zwänge und meine Macken. Und dann tun das mit den Macken nochmal. Das ist der einzige Grund, warum ich dieses Spiel noch spiele. Damit ich meine Macken ausleben kann. Cool. So, jetzt. Der erste, der kommt. Gott sei Dank, wir haben noch ein 34 U, das macht's richtig. Habt ihr das gesehen? Das meine ich. Das war meine Macke und jetzt kann ich gehen. Jetzt ist alles gut. Ich hasse dich. Ach, was steht denn hier für ein Fettsack? Nein, es war nicht persönlich gemeint. Oho. Der LP ist ein bisschen angepisst. Ich merke, wie er sich bewegt. Vorn zurück. Der ist eine Maus. Ja, Penetrisi. Soll ich euch supporten, Jungs? Ach komm. Ihr gefällt mir. Ihr fahrt recht aggressiv. Genau. Ah! Rosetto! Oh! Okay, wir hören alle, Bruce hat Spaß. Ja, also es wird jetzt wahrscheinlich nicht die beste Runde. Oh, 50 TP von ich oben. Ich bin im Dauercheck, also... Jetzt ist mein Motor kaputt, Kette ist kaputt. Das macht Spaß und ich bin dabei. Er ist dabei, Leute, er ist einfach nur dabei. Habt ihr das gehört? Oh Mann. Mittendrin, ne? Da stand nur... Maus stehen. Keine Ahnung, der hat nichts Besseres zu tun gehabt. So ganz kann ich auch. Ach, da. Mittendrin statt nur dabei. Alter. Ihr merkt's, Leute, ich bin ein bisschen scharf auf den T55. Ich bin so richtig scharf auf den. Oh, da hinten bricht jemand durch. Bin scharf auf ihn, ich weiß. Wagen, Alter. Ja. Bam! Oh, shit happens. Oh. Das ist das, wenn ich zu nervös bin, dann wackel ich immer beim Schießen und dann geht's schief.
ist einfach deine zittrige Hand, oder nicht? Meinst du? Ja, das passiert jetzt auf der Toilette auch. Nein, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, aber... Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen pushen. I love this thing. I love this thing. Oh, shit happens. Alter. Ich bin off. Okay, jetzt nehmen wir die Brüder raus da drüben. Es reicht, Freunde. Oh, das ist aber jetzt schade für dich. Wir gehen in den Sidescrape, ganz wichtig. Nie vergessen. Okay, let's go. Okay, da stand noch ein bisschen was. Einiges, würde ich sagen, aber es war zu spät zum Umdrehen. Das sind die üblichen Muschis, die Angst haben, dass ihr Panzer einen Kratzer kriegt. Okay, aber jetzt müssten wir eigentlich... Was? Warum verunfallen jetzt zwei Leute von uns? Soll das? Das sind, glaube ich, vier Tanks. Warte mal. Ach, Ricochet, Mann. Plus Minimap. Hm? Ja? Ich kann mich nicht verlegen, ich kann hier nicht mehr hochfahren. Nein, nein, ich meine ich nicht. Ich meine die Bots da hinten, dass sie wissen, dass da vier Tanks kommen. Da stehen höchstens drei noch, mehr nicht. Ein oder, ja, zwei oder drei. Eins, ja, jetzt zwei, drei. Der Projekt, hier weg, können wir drücken. Ja. Das nennt man, wie sagt man? Pochette. Minimap lesen können. Ja, da steht ein Sniper-Schnitzel. Bilderisches Verstehen. Ja, das ist eine ganz gute Idee von Patrick. Hört mal, der Patrick fährt mal hoch. Wenn er irgendwann heute noch ankommt in seinem Kübel. Entschuldigung, E75. Ich bitte dich, ich habe diesen Panzer gezweimarkt, ja. Ich bin sehr stolz drauf. Ja, das ist ja gut. Ist doch alles gut. Er ist natürlich nicht der allerbeste, aber er macht Spaß. Ja. Wenn du jetzt noch mit viel Spaß den Brugetto rausnimmst, oder jemanden den Kopf verloren. Ich weiß nicht, ob er das will, also... Ich habe schon mal Gott geladen, weil Bot, ne? Was ich der Leopard hat sich von nach links verlegt, glaube ich. Muss aufpassen. Jetzt. Oh, lecker, lecker. Da ist er schon, der Leo. Siehst du? Wusste ich's doch. Die Zecke. Du bist ziemlich allein, der würde ich. Ja. Alter, man hat Button-Typ. Ich möchte gerade nicht wissen, wo Bruce sein Mikrofon gerade steckt. Irgendwie möchte ich es nicht wissen. Nee, man, vergiss es, T95, die sind... Oder Baumfeld rechts, rechts, rechts. Bist du auch angeschnallt, Bruce? Oh! Sugar Daddy! Bruce. Ja, schön nutzt er den Felsen. Wunderbar. Nein, wie ein Profi, nein. Wie ein Profi, oder? Jeder. Jawohl! Hey, Sonderapplaus! Alter Schwede. Jeder Noob wäre runtergefahren und wäre rausgenommen worden, aber er nutzt Alter, den Felsen. Den Boden ist die Backen, er nutzt den Felsen. Ja, ich wollte mal einen Lob aussprechen. Ne? Was soll mal ein gutes Wort übrig haben?
Seine Mitbots. Jener lebt immer noch. Irgendwie. Mr. Also America. Ein, was? Es gibt halt ein Skorpion G, der da irgendwo steht. Und der war noch nicht offen. Aber er hat mir eine reingedrückt. Oh. 500. Hey, hallo. Ach, darum fährt der 95er nicht vor, weil er Angst hat vor dem Skorpion. Wenn er die Kavallerie ja, kommt. Also, ich weiß, was ich machen soll, ganz ehrlich. Ich kann hier oben nicht langfahren, dann kriege ich auf die Schnauze vom Skorpion. Geh hier unten. Annehmen! Ah, die anderen kommen. Jetzt hätte ich was gesagt, die anderen schwuchteln. Ah, die Grille macht ein gutes Spiel. Ja, ich habe einen Fehler gemacht, da rumzufahren vorhin. Ich hätte nicht gedacht, dass mir da vier Tanks dann gegenüberstehen, aber eben, man sollte nicht denken bei dem Spiel. Nein. Yes! Jetzt krieg ich den Spot. Wow. Nur noch 3 TDs, was für welche? 68, SCV kriegen wir nicht auch noch Skorpion G, ja gut, 2 stehen hier. Wir gucken jetzt die letzten Minuten noch, das gebe ich euch, liebe Zuschauer. Die volle Kanone hier. Übrigens, hier ist die gleiche Kanone drauf, die auch auf dem E75 drauf ist. Ja, das sieht ähnlich aus, gell? Ja. Das ist genau die gleiche. Das ist gleich genau gleich, ja. Sehr einfallsreich. Hab ich nur geglaubt, der VK ist halt ein bisschen besser gepanzert. Ja, ein bisschen ja. Und du kannst gut sidescrapen mit dem Ding, oder? Ja, das ist pervers, wie du mit dem sidescrapen kannst. Das Problem ist halt, der 10er, der danach kommt, ist einfach nur scheiße. Ja. Der R100 ist auch scheiße, wenn es ehrlich ist. Der ist besser, der ist hat eine bessere Kanone. Ja. Ja, so schlecht ist der Panzerkampf an sich jetzt auch wieder nicht. Du kannst einfach durch Turmblende schießen. Gunblende. Oh ja, yeah, das ist gut, oh, Baby. Oh. Na gut, ich hab. Ja, welches kann er schießen da hinten? Alter, diese Grille, wie sie keine Eier hat. Eine typische Grille. Ist das Mausakrobat? Warte mal. Ja. Nein, sorry. Sorry, Bro. War nicht so gemeint. Mausakrobat spielt ja mit Animal, da wirst du jetzt nicht erkennen. Ah, stimmt. Na ja, gut. Ich würde sagen, wir beenden mal die Aufnahme und gehen mal raus aus dem Match. Ich werde das Replay Panzer gründlich schrubben nennen. So. Danke fürs Zusehen. Ja. Schaltet wieder mal ein, wenn es heißt hier, wir fahren vor und sterben. So. Oder besser gesagt, Kerl bekommt richtig auf die Schnauze. Genau. Bruce, sagst du auch noch Tschüss? Ja, Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, die drei von Wolfgang. Ja. Nee, ja. Und pass auf dein Mikro auf. Wollt ihr noch was sagen, den Zuschauern? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Okay. Nein. Oh, okay, alles klar. Ah, ich habe was verstellt hier. Okay, wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Däumchen wären Träumchen. Und bis die Tage, Leute. Ciao, ciao.